Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 11 von der Klausur Wintersemester 23/24 an. Für die zentrisch belastete quadratische Fundamentplatte ist im Grenzstand der Tragfähigkeit die Durchstandstragfähigkeit nachzuweisen. Baustoffe C2530, B500. Wir haben eine Einwirkung, eine Normalkraft von 3000 kN. Verlegemaß der Bewehrung, die X und die Y sind hier vorgegeben. Wir sehen hier nochmal die Abmessung. Das Quadrate steht hier, quadratische Fundamentplatte 3,60 m auf 3,60 m also. Und die Bewehrung ist in beiden Fällen Durchmesser 20, alle 17,5 cm. Belastet wird das Fundament hier durch eine Rundstütze mit einem Durchmesser von 50 cm. Hier sehen wir auch nochmal den Längsschnitt, auch hier sehen wir die 3,60 m. Und hier sehen wir auch die Höhe des Fundaments von 70 cm. Wir sollen im Einzelnen folgende Punkte bearbeiten. Als erstes überprüfen Sie, ob Durchstandsbewehrung erforderlich ist. Fangen wir damit an. Also Aufgabe 11.1. Ist Durchstandsbewehrung erforderlich? Das Ganze mit der Durchstandsbewehrung finden wir unter 823 in der Formelsammlung. Ja, als erstes überprüfen wir immer, ob man einen geschlossenen Rundschnitt annehmen darf oder nicht. Wir haben diesmal eine Rundstütze, das heißt, wir müssen kontrollieren U0 kleiner gleich 12 mal D. Die statische Höhe ist bei Fundamenten immer die mittlere statische Höhe von X- und Y-Richtung, die man da ansetzt. Also diese Überprüfung machen wir als erstes. Dafür brauchen wir als erstes die statische Höhe. Gut, fangen wir damit an. Statische Höhe. Wir haben hier in X- und Y-Richtung 64 und 62 cm. Das heißt, die mittlere ist 63. Schreiben wir das nochmal hier unten, diese kleine Rechnung auf. Also wir kommen hier auf 63 cm. Wie gesagt, das Erste, was wir machen, ist, dass wir dann kontrollieren, ob wir einen geschlossenen Rundschnitt, ne? Also geschlossener Rundschnitt, Fragezeichen. Und da haben wir gesehen, für ein rundes Fundament brauchen wir hier nur U0. U0 ist einfach der Umfang. Ne? Also schreiben mal U0 dran. Ich mache das mal in meinen Rot. Das hier ist U0. Also einfach, ne? Umfang eines Kreises Pi mal D. Also Pi mal 0,5. Ne? Also U0 Pi mal 0,5. Kriegen wir raus 1,57 Meter und das muss kleiner sein als 12 mal D. 12 mal D, 12 mal 0,63 Meter, das haben wir gerade hier berechnet. Kommen wir auf 7,56 Meter, das ist eingehalten, also geschlossener Rundschnitt haben wir damit. Ja, wir können einen geschlossenen Rundschnitt annehmen. So, dann überprüfen wir als nächstes die Fundamentschlankheit. Dafür gehen wir noch mal kurz in die Formelsammlung. Ja, also hier Fundamentschlankheit, dafür rechnen wir Lambda, A Lambda zu D. Was A Lambda ist, sehen wir hier. A Lambda ist vom Stützenanschnitt bis zur Fundamentaußenkante. D ist die statische Höhe. Ja, das sehen wir hier nochmal. Und dann unterscheiden wir, ob die Schlankheit größer als 2,0 ist oder kleiner als 2,0. Aber rechnen wir erstmal die Schlankheit aus. Also Lambda oder A Lambda als erstes. A Lambda ist der Abstand von da nach da. Also 3,6 minus die 50 und das verteilt sich zur Hälfte nach links und rechts. Also 3,6. Minus 0,5 halbe, sind wir bei 1,55 Meter. Und dann die Schlankheit Lambda, A Lambda zu D. 1,55. Statische Höhe hatten wir mit 63 cm, also 0,63 Meter. Sind wir bei 2,46. Das ist größer als 2,0. Und dann handelt es sich um ein schlankes Fundament. Bei schlanken Fundamenten dürfen wir vereinfacht
Akrit bei 1,0D annehmen. Also wir gehen in Abstand 1,0D und da führen wir den Rundschnitt. Also kritischer Rundschnitt bei Akrit gleich 1,0 d. Gut, dann als nächstes ermitteln wir die einwirkende Spannung, Bestimmung von VED RET, einwirkende Querkraft über den Umfang. Gebe auch hier nochmal in die Formelsammlung VED RET. Also dieses VED RET bestimmen wir. Um das VED RET zu ermitteln, müssen wir als erstes das Groß-VED RET bestimmen. Wir haben jetzt vereinfacht die Annahme getroffen, dass Akrit 1,0D ist. Das heißt, wir nehmen diese Formel hier rechts und müssen vorweg auf jeden Fall Sigma GD und Akrit bestimmen. Ich fange jetzt mal mit Sigma GD an. Also wir bestimmen jetzt als erstes das. Schneiden wir das mal aus, fügen das drüben ein. Sigma GD NED durch BX mal BY. Damit fangen wir an. In unserem Fall die einwirkende Normalkraft. Das waren 3 Meganewton. Da steht es. 3000 Kilonewton, 3 Meganewton. Also 3,0. Und die Abmessung des Fundaments, wir haben quadratische Fundamentplatte, 360 auf 360. Ne? Also 3,0 durch 3,6 mal 3,6 kommen wir auf eine Zolldruckspannung von 0,231 Meganewton pro Quadratmeter. Also hier unter dem Fundament haben wir hier eine konstante Spannung angenommen, Sigma GD von 0,231. 231, die von unten gegen das Fundament drückt. Gut, dann brauchen wir für das Akrit bei Rundstützen, machen wir das über diesen Weg hier. Da brauchen wir das Akrit plus RS, müssen wir ausrechnen. Ich kopiere das einmal für Rundstützen. Diese Formel. Ich würde jetzt vorweg Akrit plus RS schon mal ausrechnen. Also Akrit plus RS. Akrit ist 1,0D, also 1,0 mal 0,63 plus RS. Der Radius der Stütze, Durchmesser ist 50, der Radius ist damit 25 cm, also 0,25. Gut, damit haben wir Akrit plus RS 0,88 Meter und damit können wir dann unsere Fläche im kritischen Rundschnitt bestimmen. Das ist einfach Pi mal der Durchmesser wieder und der Durchmesser, Entschuldigung, die Fläche rechnen wir Pi mal R Quadrat und der Radius, den wir uns angucken, der ist halt das RS plus 1,0D. Ne? Also von da bis da, das ist unser Radius des Kreises, den wir dann hier rumschlagen. Okay, also Pi mal R Quadrat und der Radius ist in dem Fall, den wir uns angucken, 0,88 Meter. Gut, dann sind wir hier bei 2,43 Quadratmeter. Dann können wir VED rechnen. Da hatte ich gerade schon gesagt, wir haben ja die vereinfachte Annahme getroffen mit dem Rundschnitt bei 1,0 d und deshalb nehmen wir diese Formel, die unterscheidet sich von anderen, dass da der Faktor 0,5 vorsteht. Ja? Also VED RET gleich VED minus 0,5 mal Sigma GD Makrit. Können wir alles einsetzen. VED sind die 3 Meganewton. Ne? Einwirkung 3,0 minus 0,5 mal Sigma GD
hatten wir jetzt gerade mit 0,231 bestimmt. Akrit mit 2,43. Und damit haben wir dann 0, ne, Entschuldigung, 2,719 Meganewton als reduzierte eigenwirkende Kraft. VED-RED haben wir damit bestimmt. Groß-VED-RED, jetzt brauchen wir das Klein-VED-RED. Dafür brauchen wir noch den Umfang U1. Das erstmal. Also wir müssen also vorweg den Umfang U1 bestimmen. Statische Höhe kennen wir. Beta wissen wir ist 1,1. VED-RED haben wir schon bestimmt. Also brauchen wir noch U1. U1 finden wir für Rundstützen. Hier die Formel, wobei das nichts anderes ist als das, was wir vorhin auch schon bei U0 gemacht haben, nur mit einem anderen Radius. Ne? U gleich Pi mal D und das ist jetzt der Durchmesser für den Rundschnitt U1. Ne? Akrit plus RS, das ist der Radius des Rundschnitts, ne? Und damit ist zweimal das Ganze der Durchmesser. Gut, das heißt U1 ist dann 2 mal 0,88 mal Pi, sind wir bei 5,53 Meter und dann können wir alles hier einsetzen. Dann haben wir Beta, habe ich gerade schon gesagt, das ist 1,1 für mittig belastete Fundamente, VED reduziert 2,719. U1 hatten wir jetzt mit 5,53 bestimmt und die statische Höhe 0,63. Kommen wir auf 0,858 Meganewton pro Quadratmeter. Das ist also die einwirkende Querkraft pro Fläche, die über den Rundschnitt übertragen werden muss. Jetzt gucken wir an, wie groß ist der Durchstandswiderstand, also was steht dem entgegen, ohne dass wir Durchstandsbewährung einlegen, also Durchstandswiderstand VRDC, der also noch keine Durchstandsbewährung enthält. Das machen wir im Prinzip so, wie wir das auch bei der Querkraft kennen, mit einer leicht abgewandelten Formel. Hier sehen wir die Formel, die wir am Ende brauchen. Wir übernehmen sie schon mal einmal und müssen dafür halt zahlreiche Werte vorweg berechnen. Das machen wir jetzt eben. Die Werte stehen natürlich auch alle, die vorweg berechnet werden müssen, in der Formelsammlung. Fangen wir mit K an, unser Maßstabsfaktor. 1 plus Wurzel 200 durch d und d in Millimeter. Also hier 1 plus Wurzel 200 durch 63 cm hatten wir bestimmt, also 630 Millimeter. Kommen wir auf 1,563, kleiner als 2,0. Dann gucken wir noch mal hier rein. Also wir hatten jetzt gerade K, den Maßstabsfaktor bestimmt. Jetzt kommt Rho L. Wir bestimmen eigentlich immer Rho L x und Rho L y und bilden dann das geometrische Mittel. Da wir eine mittlere statische Höhe haben und die Bewährungsmenge in beiden Richtungen gleich sind, müssen wir das nicht machen. Wir können also sofort Rho L bestimmen mit dieser Formel, halt mit einem mittleren dm hier unten und einem as für beide Richtungen gleich. Hier steht noch drunter, Rho L wird im Bereich 3D auf beiden Seiten neben der Stütze betrachtet. Das ist bei uns aber jetzt egal, weil wir über die gesamte Breite des Fundamentes eine und dieselbe Bewährung drin haben, nämlich Durchmesser 20 alle 17,5 cm. Schreiben wir das trotzdem hin, dass es Rho L auf Breite Bikrit ist, was wir betrachten. Und das ist H-Coll plus 6,0D, ne? 3D nach links und 3D nach rechts. Gut, dann brauchen wir erstmal ASL. Wir haben ja gegeben, dass das alle 17,5 liegt. Die Tafel, die wir haben in unserer Formelsammlung, ist nur für 15 und 20 cm Abstand. Das heißt, wir müssen das jetzt tatsächlich rechnerisch ermitteln. Das kriegen wir aber hin. Und zwar machen wir als erstes 100 durch 17,5. Dann wissen wir nämlich, wie viel
Längsstäbe liegen denn in dem Bereich? Ne? Also 100 durch 17,5, dann wissen wir, es liegen ungefähr 5 bis 6 Stäbe in dem Bereich, den wir uns angucken. Und das mal der Fläche von einem Durchmesser, ist Pi mal R Quadrat, das ist ein 20er Durchmesser. Das sind ja Durchmesser 20 alle 17,5, also Pi mal 1,0 Quadrat. Ne? 20er Durchmesser ist ein Radius von 1, ne? Fläche Pi mal R Quadrat, mal, hier kommt genau raus, 5,71 Stäbe. Also das, diese Fläche von einem Stab mal 5,71, dann weiß ich, pro Meter liegen hier 17,95 Quadratzentimeter pro Meter. Das Ganze ist einschnittig, schreibe ich noch hinter. Okay, damit können wir dann Rho L berechnen. Rho L, ich schreibe es nochmal auf, A ist L durch B mal D. Also A ist L hatten wir jetzt hier mit 17,95. B ist 1 Meter, betrachten wir, weil das ja diese Fläche liegt auf einem Meter. Wie gesagt, deswegen also durch 1 Meter, durch 100 Zentimeter, mal die statische Höhe sind 63 Zentimeter, kommen wir auf 0,00285. Das muss noch kleiner sein als 0,02 und kleiner als 0,5 mal FCD. FCD für ein C 2530 sind 14,2. Durch FYD 435 haben wir 0,0163. Gut, bevor wir VRDC bestimmen, also wir haben ja jetzt die meisten Werte bestimmt, ne? K, UL, FCK kennen wir, das kennen wir auch. Das, was noch fehlt, ist das Vmin. Wir haben jetzt ein Vmin, was zwischen 600 und 800 liegt. Das heißt, wir interpolieren erstmal diesen Vorfaktor. Ja. Wir könnten natürlich auch erstmal die beiden Vmins berechnen und dann interpolieren. Wir können aber auch vorweg die beiden Werte interpolieren. Das machen wir jetzt auch. Also Vmin. Dafür interpolieren wir, wie gesagt, die 0,035 und die 0,025. Das sind die beiden Vorfaktoren. Und wir haben 630 minus 600. Und die Werte gelten für 800 und für 600, deswegen 800 minus 600 und kommt raus 0,0335. Das ist also unser Vorfaktor. Und damit können wir dann Vmin ermitteln. Vmin ist 0,0335 mal k hoch 3 halbe mal fck hoch 1 halb. Also 0,0335 mal k hatten wir mit 1,563 berechnet, hoch 3 halbe, fck 25 hoch 1 halb. Da kommt 0,3273 raus. Okay, dann können wir hier reingehen und VRDC ermitteln. Formel steht hier. Setzen wir die Werte ein. Maximum von 0,1 mal den Marshall-Faktor K, 1,563 mal 100. Bewährungsgrad hatten wir ausgerechnet mit 0,00285. FCK ist 25. Ganze hoch ein Drittel mal BW, nicht mal BW mal D, weil sie nicht bei der Querkraftnachweis sind, sondern beim Durchschanzen mal 2D zu Akrit. Akrit haben wir vereinfacht mit 1,0D angenommen, also steht hier am Ende einfach nur mal 2. Ne? Das heißt hier 0,602 Meganewton pro Quadratmeter. Gut, dann noch mit Vmin. Vmin waren 0,3273 mal 2d zu Akrit, also 2d zu 1d, also 0,3273 mal 2, kommt raus 0,655 Meganewton pro Quadratmeter. Damit ist der Wert hier unten maßgebend und wir vergleichen
das VRDC von 0,655 Meganewton pro Quadratmeter mit dem VED reduziert. Da hatten wir raus 0,858 Meganewton pro Quadratmeter. Und damit wissen wir, dass Querkraftbewährung erforderlich ist. Durchstandsbewährung erforderlich. Okay, das war Aufgabenteil 1. Wir haben herausgefunden, wir benötigen Durchstandsbewährung. Aufgabenteil 2 ist jetzt sehr kurz. Nachweis der Maximaltragfähigkeit. Also hält die Druckstrebe, fragen wir uns hier. Und da gilt für Dübel bewährte Durchstandsbereiche 1,4 mal VRDC. Also 1,4 mal 0,655. Das sind 0,917 und das ist größer als die 0,858 Meganewton pro Quadratmeter von VED-RET und damit ist der Nachweis erfüllt. Gut, dann kommen wir schon zum dritten und letzten Punkt dieser Aufgabe. Berechnung und Wahl der Bewährung für die erste Bewährungsreihe. Also nur für die erste Bewährungsreihe sollen wir das Ganze durchführen. Gehen wir auch nochmal ins Skript rein. Bemessung der Durchstandsbewährung und da rechnet man eine Bewährungsmenge für die ersten beiden Bewährungsreihen aus und die wird dann hälftig auf die beiden Bewährungsreihen verteilt. Also hier haben wir schon den Wert Beta und VED-RET, die kennen wir schon. Was wir noch nicht kennen, ist FYWD effektiv. Das gucken wir auch noch mal eben nach, wie man das rechnet. Das ist einfach die Formel beachten, die muss in Millimeter eingesetzt werden. Na, fangen wir damit an. FY WD effektiv 250 plus 0,25 statische Höhe 630 mm kommt raus 407,5 Newton pro Quadratmillimeter. Und wenn hier aus Versehen oder zufälligerweise ein Wert von größer als 435 rauskommen würde, müssten wir das darauf beschränken, weil mehr als FYD geht hier nicht, ne? Gut, damit können wir also ASW 1, 2 ermitteln. Beta, haben wir schon gesagt, ist ein mittig belastetes Fundament, also 1,1. VED reduziert, das ist diesmal groß VED, also unsere Kraft. Das waren 2,719 Meganewton, also 1,1 mal 2,719 durch FYWD effektiv, also 407,5. Und dann Einheiten umrechnen, mal 10 hoch 4. Sind wir bei 73,4 Quadratzentimeter. Okay, erste Bewährungsreihe. Im Abstand 0,3D legen wir die ein, also hier 0,3 mal 63, das heißt 18,9 Zentimeter. Da wird die erste Bewährungsreihe eingelegt. Dann haben wir ASW1 ist einfach die Hälfte, weil das ist ja die Summe, die in den ersten beiden Bewährungsreihen eingelegt werden muss. Also einfach 73,4 halbe. Kommen wir auf 36,7 Quadratzentimeter. Dann rechnen wir jetzt auch den Umfang genauso, wie wir das hier gemacht haben für den kritischen Umfang. Also wir rechnen im Prinzip genau das mit dem einen Unterschied, dass wir jetzt nicht bei 2D sind, sondern dass wir nur im Abstand, also nicht im Abstand 1,0D zum Schützenrand, sondern im Abstand 0,3D uns das Ganze anschauen. Ja. Also U 0,3D ist wieder 2 Pi mal R und der Radius diesmal ist halt 0,3
3D, also 18,9 im Meter, 0,189, plus den Radius der Stütze, 0,25, ne, also 2 Pi mal R, 2 Pi mal D, 2 Pi mal R ist richtig, genau, 2 Pi mal R haben wir hier, und das sind dann 2,75 Meter. Gut, dann gibt es noch ein paar Bedingungen einzuhalten. Wir haben hier einmal den maximalen Durchmesser, können wir hier bestimmen. Also Max Durchmesser SW 0,05 mal D, 0,05 mal 630. Das heißt, wenn wir die Durchstandsbewegung wählen, darf es maximal ein Durchmesser kleiner als 31,5 sein. Das ist das Einzige, was wir hier beachten müssen. Dann ST Max, das ist der maximale tangentiale Abstand der Durchstandsbewehrung. Den rechnet man innerhalb von Akrit, sind wir ja gerade, den rechnet man dann mit 1,5 mal D. Wenn wir außerhalb wären, könnte man einen höheren Wert ansetzen, aber wir haben 1,5. Also ST Max 1,5. 1,5 mal D. D ist 63 cm, also 1,5 mal 63, 94,5 cm. Dann können wir ausrechnen, wie viel Stäbe brauche ich denn im Rundschnitt. Wir wissen, der Rundschnitt ist 2,75 Meter lang. Die einzelnen Stäbe dürfen 94,5 cm auseinander liegen. Das heißt U 0,3D zu ST Max, und damit kriegen wir die Anzahl der Bügelschenkel. Also 2,75 durch 0,945 Meter sind 2,9. Also brauchen wir mindestens 3 Bügelschenkel. Das brauchen wir für die Bewehrungsmenge hier von 36,7 Quadratzentimeter sowieso. Ja, also ist diese Bedingung ist für uns jetzt nicht problematisch. Dann gehen wir mal in das Skript von Massivbau 1. Da können wir nämlich dann die Bewehrungsmenge wählen. Also wir brauchen 36,7 Quadratzentimeter. Jetzt ist es so, dass wir die Anzahl der Bügelschenkel hier auslesen können. Oder wir machen das so, dass wir sagen, wir teilen die 36,7 durch 2. Das sind dann 18,35, und dann müssen wir etwas raussuchen, was über 18,35 liegt, und das sehen wir hier. 18,85, das wären Durchmesser 6, alle 6 Durchmesser 20, also 6 Durchmesser 20 führen zu einer Bewegungsmenge von 18,85. Also wir wählen ja 6 Bügel, das heißt, wir haben 12 Bügelschenkel drin liegen, also mal Durchmesser 6, alle 20. Das sind Bügel, und damit ist A vorhanden. Nicht einfach die 18,85, sondern 2 mal 18,85, weil wir 12 Bügelschenkel haben. Und das sind dann 37,7 Quadratzentimeter, und damit mehr, als wir erforderlich brauchen. Gut, dann gucken wir noch den Mindestdurchmesser eines Bügelschenkels, ne, also Mindestbewehrung je Bügelschenkel. Die kopiere ich nochmal mal hier raus. Gut, also A ist Wmin, 0,08 durch 1,5. FCK, wir haben ein C25, also Wurzel 25 durch FYK, ist der charakteristische Wert, sind 500 mal SR mal ST. SR und ST müssen wir vorweg noch eben ermitteln, deswegen schieben wir das noch einmal kurz hier runter. Na, wir brauchen erstmal, bevor wir das rechnen, SR und ST. SR, wir haben einen Abstand, gucken wir einmal nochmal in die Form zusammen kurz. Wir haben zum ersten, also zum Stützenrand, einen Abstand von 0,3D, und dann hier einen Abstand von 0,5D. Wir sind natürlich beim Schlanken, aber das ändert nichts. Na, wir haben dann einen Abstand von 0,5D.
5d zum nächsten und das ist unser radialer Abstand zur nächsten Stützenbewegungsreihe. Also hier 0,5 mal d, sind wir bei 0,5 mal 63, das sind 31,5 cm. Und den tangentialen Abstand, den rechnen wir mit u 0,3d durch die Anzahl der Bügelschenkel, 2 mal das n, was wir einlegen, also hier u 0,3d, hatten wir mit 2,75 Meter berechnet. Wir haben 6 Bügel drin liegen, also 2 mal 6 Bügelschenkel und da kommen wir auf einen Abstand von 0,23 Meter. Okay, jetzt haben wir die beiden Werte, die uns hier für ASW min fehlten, auch noch berechnet. Dann können wir das weiter ausrechnen. ASW min ist also hier nochmal SR in Meter einsetzen, in Zentimeter machen wir das jetzt mal. Dann sind es 31,5 und ST auch in Zentimeter, 23, kommen wir auf 0,39 Quadratzentimeter. Gewählt haben wir einen Durchmesser 20, können wir aufschreiben, das sind 3,14 Quadratzentimeter und damit ist ein Bügelschenkel, die Fläche eines Bügelschenkels größer als die mindest erforderliche und jetzt haben wir auch das nachgewiesen. Wie gesagt, das war für die erste Bewegungsreihe. Wenn wir jetzt weitergehen würden, müssten wir das Ganze noch für die zweite Bewegungsreihe machen. Dann würden wir im Abstand 1,5d überprüfen, ob eine dritte Bewegungsreihe erforderlich ist. Wenn das nicht der Fall ist, wären wir fertig. Ansonsten müssen wir eine dritte Bewegungsreihe einlegen und überprüfen, ob eine vierte Bewegungsreihe erforderlich ist und so weiter.